Liebe Genossen, Comrades and Tovarisch, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal vom Astral Silver. Und es ist schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid zur 28. Episode. Ja, die 28. schon. Also das, ja gut, wir sind auch in 1981, Genossen, ja. Und in der heutigen Folge, da wollen wir uns eine ganze Menge Großbaustellen anschauen. Unter anderem diese hier, die ist komplett neu für euch, denn ich weiß, beim letzten Mal hatte ich ja schon darauf hingewiesen, dass die Kohleproduktion ein bisschen hinter dem Verbrauch hinterher hinkt. Und da haben wir Maßnahmen ergriffen, Genossen. Ja, da wurden Maßnahmen ausgelöst hier. Und das kann ich euch nachher mal zeigen, was wir hier alles gebaut haben. Des Weiteren, Radio und Fernsehen wurden in Auftrag gegeben in Eisenhüttenstadt. Und ich würde mit euch gerne in dieser Folge auch eine Auswertung der Ernte dieses Jahres machen. Denn jetzt hier in 81, denke ich, ist das erste Jahr, wo wir hier noch nicht großartig eingegriffen haben. Und da sollen die LPGs jetzt mal zeigen, was sie hier mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln da rausgeholt haben, ne? Genossen? Von daher, ich freue mich, wenn ihr da mit dabei seid. Und verspreche euch, dass es nach dieser kleinen Pause auch schon losgeht. Bam, bam, bam. Ja, hallo Genossen. Die Uhr ist gestellt. Das Rauschen bitte ich zu entschuldigen. Ich habe aber auch gemerkt, dass der Rauschfilter hier des Videoprogrammes doch ziemlich viel rausfiltern kann. Von daher war es denn doch keine große Beeinträchtigung. Und ja, für mich macht es die Sache doch sehr viel angenehmer, Genossen. Ja, jetzt stehen wir hier auf der Großbaustelle. Wir sind hier mit so einem Bagger unterwegs, Genossen. Wir sind hier im Bagger. Aber da können wir nicht ewig drin bleiben, weil der wird ja hier eine Weile rumbaggern. Wenn er erstmal da ist, dann baggert er auch, ne? Und ihr seht aber hier, dass der Bau richtig gut anläuft, ne? Also da sind auf jeden Fall eine Menge LKWs unterwegs und auch Baufahrzeuge. Und wo wir hier doch sind, dann zeige ich euch das gleich mal, Genossen. Ihr seht es ja da oben hier. Bin ich hier noch nicht raus aus dem Fahrzeug? Doch, ne? Ja, ja. Irgendwie ist die Maus ein bisschen komisch gerade. Ja, aber gut. Ihr seht es hier oben. Der zweite Schacht, der ist ja fertig geworden. Der ist mittlerweile auch bemannt. Ganz simpel. Die haben hier eine Bushaltestelle vor die Haustür bekommen. Und da fahren drei Busse von drei verschiedenen Stationen hin. Ja, und die Busse, das ist unter anderem einer davon. Da habe ich die recycelt, die noch im Depot standen, Genossen. Ne? Dann brauchte ich keine neuen zu kaufen. Ja, genau. Und dann hat sich aber herausgestellt, Genossen, dass der von mir diagnostizierte Kohlemangel nicht aufgrund der mangelnden Produktion anscheinend besteht, sondern aufgrund der mangelnden Fähigkeit, das geförderte Kohlenerz dann auch zu verarbeiten, Genossen. Denn ich hatte festgestellt, das seht ihr hier jetzt auch, dass hier im Speicher liegt ja Kohlenerz. Na? Wenn die Genossen hier in den Verarbeitungsanlagen quasi Kombinat schwarze Pumpe, wenn die das mal leer ziehen würden, dann hätte ich ja da Verständnis für, dass hier nicht mehr produziert werden kann. Aber so war meine ursprüngliche Berechnung, ich glaube das war Folge 5, 6, 7, 8 oder so, über die 5 Kohleanlagen, rein theoretisch, ja, rein theoretisch bei voller Auslastung können die geförderte Menge verarbeiten. Allerdings, Genossen, möchte ich darauf hinweisen, dass bei 5 Anlagen natürlich niemals ganz die volle Auslastung gegeben ist. Ne? Von daher, naja, da fehlt immer einer, vielleicht sind es mal 13, mal 14. Wollen wir mal reinschauen hier, jetzt mal rein, Stichprobe hier. Wie läuft's hier? Hier sind es 11. Ja, nicht gut, ne, Genossen? Und dann seht ihr auch, dann bricht die Produktion ja gleich hier ein, quasi auf die Hälfte oder so. Hm, hier sind es 10, naja. Ich habe jetzt auch schon versucht, da mehr Arbeiter hinzuschicken, unter anderem hier in diesen beiden Anlagen. Da wurden auch die hier in der Kleingartenkolonie wohnhaften quasi mit verhaftet und hier zum Arbeitseinsatz hin befohlen. Aber dennoch die Hälfte nur, Genossen, die Hälfte. Da ist jetzt aber auch, weil wir eine ganze Menge Baustellen hier in der ganzen Republik offen haben, ne? Ja.
Aber gut, schauen wir uns das mal an. Also, festgestellt hatte ich ja, also ursprünglich wurde diagnostiziert Kohlemangel genossen. Kohlemangel wurde von mir gesagt, wir brauchen mehr Rohkohle. Daraufhin wurde dieser Zusatzschacht hier errichtet, der mit Arbeitern versorgt wurde. Daraufhin stand mehr Rohkohle zur Verfügung genossen. Daraufhin wurde die Feststellung getroffen, es lag ja dann doch nicht ganz an der Rohkohle, sondern vielmehr an der, oder sowohl als auch, der mangelnde Möglichkeit, diese auch zu verarbeiten genossen. Und aufgrund dessen haben wir uns dann nach Planung entschieden, hier 3 weitere Kohleverarbeitungsanlagen zu errichten genossen, die allerdings auch ganz praktisch hier hinpassten und sich, denke ich, hoffe ich und gehe ich von aus, gut in das organisatorische Gefüge hier unser ganzen Kohleorganisation einpassen genossen. Ne? Denn sie beziehen hier komplett ihre Rohkohle quasi. Hier läuft das über das Förderband, hier zur ersten Anlage, weiter hier zur zweiten Anlage und schlussendlich natürlich hier zur dritten Anlage genossen. Die produzierte Kohle, die kommt hier raus, die kommt einmal hier raus und die kommt hier raus. Und die wird dann direkt mit in diesen schon bestehenden Strang mit eingespeist genossen, so dass die weitere Distribution dieser Kohle für uns kein Problem darstellt. Ja? Das Einzige, was wir hier noch organisieren müssten, ist die Stromversorgung der Ecke und die Arbeiterversorgung. Sonst, sonst steht das soweit, ne? Und das hoffe ich, dass wir damit wieder von der Kohleproduktion her überhalb der Bedarfsmenge liegen genossen. Denn das lässt sich derzeit leider nicht behaupten. Na, also so ein paar Prozent drunter liegen wir schon. Und das sorgt halt doch hier für dauerhafte Probleme, Genossen. Sah ich hier gerade, ich dachte, ich hätte gerade ein Flackern im Stromnetz wahrgenommen. Aber das ist nicht so, oder? Sehe ich jetzt hier schon Gespenster, Genossen. Also, was wollen wir? Wollen wir mal die Voltzahlen hier sehen? Hier in der Ecke. Nee, sieht alles gut aus. 230 Volt. Nee, das schaut relativ stabil aus, Genossen, ne? Da können wir nicht meckern. Gut, dann können wir zum nächsten Thema kommen. Die Baustelle mit den Kohleverarbeitungsanlagen habe ich euch gezeigt. Die Leuna, die Raffinerie ist fertig, Genossen. Das ist aber das Einzige. Die ganze Infrastruktur hier für die Zuleitung, die steht noch nicht. Die Pipeline macht ganz gute Fortschritte. Da kann man zufrieden mit sein. Na, hier fehlt zum Beispiel noch ein Stückchen, ne? Aber sonst sind sie vom Fass quasi, also wo die Herkunft, ne, läuft es bis hierhin durch. Dieses Segment, was ist denn hier mit? Sind die Bautrupps hier dran? Ja, sind sie. Na gut. Ja, sonst dauert die Errichtung hier der Speicher, das dauert schon eine Weile. Das dauert hier auch wahrscheinlich unendlich lange, wenn wir kein Baubüro zuordnen, Genossen. Ja, das ist mit diesem Stoppen und wieder Neustarten, ne? Das beliebte Falle, aber hier hatte ich es schon gemacht und hier hatte ich auch händisch dann noch zusätzlich Baubüros zugeordnet, damit es mal ein bisschen vorangeht. Und hier hängen sie auch dran, sehr gut, Genossen. Ja, also im Großen und Ganzen macht dieses Gebiet hier auch gute Fortschritte. Ihr seht es im Rahmen der Programm Feuersicherheit fürs neue Jahrhundert hier im Sozialismus, kommt hier eine neue Feuerwehr mit hin, also zusätzlich, ja. Denn die nächstliegende wäre ja hier vorne zwar schon, aber das ist mir ehrlich gesagt zu weit weg hier, um diese ganzen hochfeuergefährliche Infrastruktur hier diesem Schicksal zu überantworten. Von daher werden wir hier standortnah eine neue Feuerwehr errichten. Und ihr seht auch schon, hier sind 2 Bushaltestellen für den Trolleybusverkehr eingerichtet worden, wo dann die Arbeiter quasi abgeladen, ausgeladen, wo die Arbeiter hinbefördert werden, Genossen, ne? Denn hier der kleine Gehweg wird auch irgendwann fertig sein zwischen dieser Bushaltestelle und der Feuerwehr und dann können die Leute hier direkt rüberlaufen und gleichzeitig aber auch hier mit in die Raffinerie rein, ne? Sonst braucht dieses Gebiet hier weiter keine Arbeiter, also der ganze Rest sind automatische Gebäude sozusagen. Und ich hoffe vielleicht bis Ende nächsten Jahres, bis Ende 82, dass wir da vielleicht mit durch sein könnten. Ne?
denn ist auf jeden Fall Teil des 5-Jahres-Plans. Und selbst wenn 82 zu optimistisch sein sollte, spätestens 83 sollte es denn soweit sein, Genossen. Ja. Die Ernte. Das war das Thema, was ich vorhin angesprochen hatte, Genossen. Ne? Denn ihr seht es, wir sind jetzt hier am 20. November. Das heißt, auch mithin kurz vor Ende der Erntezeit. Und es gibt noch kleine Reste auf den Feldern, die hier nicht abgeerntet sind, Genossen. Ja. Dennoch, zum Abtransport ist hier kein Getreide vorhanden. Hier seht ihr, wird es gerade abgeholt. Und hier sind 6-7 Tonnen. Ja, weil das war ja auch ein beliebtes Problem, dass das Getreide einfach nicht abgeholt werden kann. Da liegen da 1 oder 200 Tonnen Getreide auf dem Feld, Genossen, und das wollen wir auch nicht, ne? Deswegen hatte ich ja hier noch 2 weitere Distributionsbüros errichtet, ja, die eigentlich verdächtig voll sind. Aber gut, wenn hier den Bedarf gerecht abgeholt wird derzeit, dann brauchen auch nicht mehr LKWs unterwegs sein, ne? Und dieses Feld ist ja dann wohl eigentlich das, was am rückständigsten ist von der Ernte her. Das heißt, das Feld merken wir uns mal. Und das wird unser Zeigerfeld, Genossen. Das zeigt uns an, wann das Spektakulum hier nämlich vorbei ist. Ich weiß nämlich nicht, Genossen. Das ist ein offenes Thema. Ich weiß nicht, ob es an der Temperatur hängt oder am Datum. Ja, was käme sonst noch in Frage, dass das Getreide verrottet auf den Feldern? Temperatur oder Datum, das sind die beiden Indikatoren da, ne? Und wir stellen mal auf schnell. Wir lassen einfach mal laufen, weil das müsste ja relativ schnell gehen hier. Dass wir jetzt einmal live beobachten quasi, wann die Ernte abgeschlossen ist. Besser gesagt, wann das Wetter bzw. der Fortschreiten des Winters eine weitere Ernte unmöglich machen. Ja. 22. November, jetzt fängt es an zu schneien, Genossen. Jetzt haben wir den Salat sozusagen. Und da ruppelt es auch, da huckelt, wie sagt man, ne? Da ruckelt es ein bisschen hier. Man sieht es, der Schnee, der fällt nicht mehr hier ganz harmonisch runter. Na gut. Ja, also kleinere grafische Einschränkungen, aber ihr seht, die Ernte geht immer noch weiter und ja, läuft. Unser Zeigerfeld wird weiterhin geerntet. Ja, die anderen auch. Na gut, 0 Grad. Also 0 Grad könnte ja wäre eine mögliche Grenze gewesen, ne? Frostgrenze könnte man ja sagen. Aber die wurde anscheinend nicht gewählt hier. Also beobachten wir das weiter. 25. November 81, Genossen. Und wir liegen jetzt bei 94 Millionen plus. Also wir haben ganz gut gewirtschaftet, so rubelmäßig, ne? Der Staatsschatz, der mehrt sich beträchtlich. Und wäre eigentlich schön, wenn es dafür noch Möglichkeiten gäbe, hier mit dem Geld auch was anzufangen, Genossen. Denn, einfach nur 94 Millionen auf dem Konto ist ja auch nichts, ne? Obwohl für unsere Republik, Genossen, wir müssen sparsam sein und wir werden das erstmal alles hier wie heißt denn das hier bei uns? Das heißt die Bank der Republik, ne? Die Bank der Republik, die Bank der Republik. Unsere Bank der Republik, die wird das erstmal aufbewahren und hoffentlich gut investieren. Oh, schauen wir mal, Genossen, hier. Geht das voran? Schön wäre, wenn man hier, man kann ja hier, Genossen, wir können ja hier, wo ist denn Wirtschaft und Handel? Genau. Import und Export wollen wir gar nicht haben. Wir wollen mal hier die inländische Produktion haben. Oh, das läuft hier schön, ne? Die Zahlen, bom, bom, bom. Sieht mal hier, wie schnell die Tausender hier laufen. Das ist die Komplettproduktion in unserer ganzen Republik, ne? Und während ich diesen Satz spreche, da haben wir schon für 100.000 Rubel Waren und Dienstleistungen produziert, Genossen. Ja, Wahnsinn, wirklich. Und der Verbrauch an Arbeitskräften, ja, sowas habe ich mir auch noch. Die wären ja auch mit einem theoretischen Kostenfaktor versehen hier, ne? Von daher, damit es einen Wert hat hier, sehen wir bei 6,01. Also 6 Rubel ist der theoretische Kosteneinsatz für einen Arbeiter, ne?
In der Konstruktion, bei dem Bürger, ach, okay. Bei Bauarbeiten, bei Bürgeranlagen 6,02. Oh, ist gerade gestiegen, Genossen. Ist auch bei allen 6,02. Das ein. Was ist denn hier durchschnittliche Kosten für einen Arbeitstag? Was geht denn hier gerade ab, Genossen? 1. Dezember 81. 6,7, 6,8, 6,7, 6,8. Ist das die Inflation, Genossen? 6,7, jetzt läuft es doch wieder zurück, ne? 6,6, ja. Okay, na das ist aber interessant, oder? Das habe ich so noch nie beobachtet hier. Hängt es vielleicht am Wetter? Steigen die Kosten jetzt, wenn der Schnee fällt, Genossen? Ja, Schneefall 2. Dezember 81. Okay. Nee, die Kosten sinken, ne? Trotz Schneefall. Jetzt sind wir unter 6 Rubel. Naja, anscheinend fluktuiert das doch ganz schön. Okay. Ja, die Ernte geht unverdrossen weiter. Also auch der 1. Dezember ist hier kein Knockout-Kriterium. Und ihr seht eigentlich hier die Restmengen, die hier auf dem Feld sind. Ah, jetzt war Schluss, Genossen. Das war... Schluss jetzt hier. Okay, Pause. Das war der Moment quasi, wo Schluss war. Ich wollte euch gerade die Restmengen auf den Feldern zeigen. Naja, darauf können wir erstmal einen Schluck trinken. Also, Prost, Genossen. Auf die gute Ernte 81 hier. Also, schön hier bei dem... In unserer Republik, da findet sich immer ein Grund, auf den wir mit anstoßen können, Genossen. Und das ist auch gut so. Herrlich, herrlich. Also, denken wir mal nach. Ne, lassen wir weiterlaufen. Jetzt hier einmal in normaler Geschwindigkeit. Normale Geschwindigkeit, hatte ich gesagt, ne? Genau so. Ja, schauen wir doch mal, wie die Ernte denn ausgefallen ist dieses Jahr. Das wäre ja inländische Produktion hier, ne? Inländische Produktion von Ressourcen und dann Pflanzen, genau. Dieses Jahr Pflanzen. 23.000 Tonnen. Ja, das sind 2.000 Tonnen, glaube ich, mehr als im letzten Jahr, ne? Wie sieht es letztes Jahr aus? Pflanzen letztes Jahr, naja, 22,6. Und dieses Jahr ist noch nicht ganz vorbei, Genossen. Also ein Monat Berlikum kommt noch dazu. Und Berlikum, haben wir ja gesagt, theoretisch 11 Tonnen pro Anlage, 4 Anlagen, 44 Tonnen am Tag. Und jetzt sind es noch 25 Tage. Das sind auch 1000 Tonnen, Genossen. Von daher könnten wir theoretisch von 24.500 Tonnen ausgehen. Und dann würden wir im Gegensatz zum letzten Jahr die Produktion um 2.500 Tonnen gesteigert haben. Und das entspräche einer Steigerung hier von 10%. Und das ist mehr als quasi das Politbüro in der Planvorgabe festgelegt hat, Genossen, ja. Da denke ich, da sind einige Beförderungen und einige Belobigungen fällig. Und da werden die Genossen Traktoristen sich auf saftige Prämien freuen können. Ja. Dafür würde ich das Geld zum Beispiel gerne einsetzen. Dass man hier unsere Traktoristen eine kleine Prämie auszahlt. Ne? Damit sie vielleicht mal nach Bulgarien in Urlaub fahren können oder sonst wohin. Auch innerhalb unserer schönen Volksrepublik gibt es ja auch einen Ferienplatz an der Ostsee oder was weiß ich. Die wollen auch mal einen Harz, Genossen, ne? Nach Friedrichroda oder, ja. Ich meine, die Bauern hat niemand gefragt, wo sie hinwollen. Müssen wir auch mal ehrlich sein. Die Bauern hat niemand gefragt. Und wahrscheinlich, wenn wir den Bauer fragen würden, dann würde er sagen, er will zu Hause bleiben. Sollen wir ihn in Ruhe lassen und er will zu Hause bleiben. Er will Ruhe und Frieden haben und Hauptsache es geht ihm gut, Genossen. Aber das ist ja das Schöne, wir haben uns ja wegentwickelt vom normalen Bauern mit eigenem Grund hin zu nur noch LPG-Beschäftigten. Ne? Die haben ja ein ganz anderes Verhältnis hier zu ihrer Arbeit auch, Genossen. Von daher... Ja, die freuen sich über den Urlaub, da können wir sicher sein. Also, ich lasse es erstmal hier so bestehen. Ich hatte erst rumorakelt, eventuell die riesigen Felder nochmal umzustricken. Aber Argumentation ist folgende. Da
da es auch gelungen ist, komplett große Felder komplett abzuernten, also diesen Zyklus innerhalb des uns zur Verfügung stehenden Jahres durchzuziehen. Daher gehe ich davon aus, dass es keine Besonderheit dieser vier Felder ist, sondern aufgrund der, ja, des Einsatzes des Maschinenparkes ein Erfolg war, Genossen. Und dann muss es auch möglich sein, aufgrund Veränderungen in der Zuordnung einzelner Felder dafür zu sorgen, dass diese vier Felder dann auch noch komplett, vier sind es nicht, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind es. Naja, ein bisschen mehr. Aber dafür, das wird dafür sorgen, dass diese 6 Felder dann auch noch komplett abgeerntet werden, Genossen, ne? Und dafür eine weitere LPG zu errichten, das hielte ich für ein bisschen übertrieben. Gerade da der Bedarf jetzt auch an Pflanzen derzeit noch nicht so hoch ist, Genossen, ne? Ja. So viel zu diesem Thema. Und auf zur nächsten Baustelle. Das wäre eigentlich hier in Berlikum, denn Leune haben wir uns schon angeschaut. Hier geht's voran, aber es dauert alles noch. Gerade die Ladehäfen hier, das dauert alles ewig. Da hängt auch nur ein Konstruktionsbüro dran, ne? Hier war es nur eins, hier ist es auch nur eins, Genossen. Ja, schön ist das natürlich nicht. Nur soll ich mir die jetzt alle einzeln aufrufen hier, die ganzen Kameraden, und denen diese Arbeit zuweisen, Genossen? Ja, soll ich das machen? Oh ja, Astral macht, dann wird der Hafen schneller fertig. Ja, Genossen, aber habt ihr denn da die Zeit für? Ja, haben wir. Na gut, wenn ihr das sagt, dann mache ich das jetzt auch. Aber sonst wäre ich da zu faul für gewesen. Dafür wünsche ich mir auch hier eine Verbesserung der Funktionalität des Games, Genossen. Dass ich irgendwie eine Gruppe von Konstruktionsbüros bilden kann, denen ich Gruppenbefehle erteilen kann. Ja, dass wir sagen können, hey, ihr Kameraden in Valoka, ihr kümmert euch bitte jetzt um diese Baustelle. Ja? Das wäre mir nämlich jetzt ganz lieb, weil so muss sich ja jeder unter Einheit hier eigene Orders geben. Und das ist wirklich, naja, nicht der spaßigste Teil des Aufbaus hier. Aber, ja gut, ich mache es jetzt, Genossen, damit wir hier auch weiter vorankommen, ne? Und bei der Gelegenheit setze ich hier noch diese anderen Gebäude mit dazu. Wo sind wir hier? Kipper. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was hier alles kippermäßig gebraucht wird. Ja, wenn wir schon mal hier sind, Genossen, dann klicke ich die auch mal an, ne? Kann ja sein, dass hier auch Kies oder so. Okay, also die haben wir durch. Dann schnappen wir uns die nächsten. Das sind die Betonmixer. Ja, Beton könnte ich mir vorstellen, wird hier überall gebraucht. Ja, hier ist noch eine Ladestation. Und die Häfen, die brauchen auch Beton, ja. No, und den haben wir übersprungen. Genau, hier die Brücke noch. Ja, jetzt haben wir das auch. Okay. Offene LKW. Ja, was bringen die offenen LKW-Genossen? Die bringen ja den Stahl und sowas ran, ne? Genau. Ja, der Schnee, den brauchen wir jetzt hier gar nicht. Aber ja, das können wir uns nicht aussuchen. Der kommt und wir sagen den offenen LKWs, wo sie hier überall ihre Tätigkeiten nachkommen sollen. So, das haben wir auch erledigt, Genossen. Ja, Straßen. Straßen ist ja auch eigentlich mehr für die Konstruktion von Straßen da. Ja. Ich sag den Genossen mal mit Bescheid, weil eine helfende Hand kann ja hier nicht schaden. Oh, der eine oder andere Straßenbauer, der wird auch schon mal ein Gebäude errichtet haben. Und kann sich da vielleicht mehr nützlich machen, Genossen. Ne? Hier kommst du Kipper. Kipper, ja. Auch nochmal eine Ladung Kipper hier für alle. Ja. Ja, mühselig, Genossen, ne? Mühselig hier in unserem Selberbauermod. Aber ja, niemand hat etwas anderes versprochen, Astral, und du hast es freiwillig gewollt. Von daher nicht beschweren, sondern nicht klagen. Nicht klagen, klicken, Genossen. Das ist hier das Motto. Ja. Na los, komm, die drei auch noch. Ja, jetzt haben wir ihn hier vergessen, ne? Ja, die Feuerwehr, obwohl die ja auch so gute Fortschritte macht. Ja,
Letzte Runde, Genossen. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Alle kommen ran hier. Alle werden einmal durchgeklickt. Und die Feuerwehr habe ich mit. Oh, okay. Hier die Häfen. Oh, Konstrustraßen ist das auch wieder. Die sind wahrscheinlich nur begrenzt nützlich hier. Aber gut, Genossen. Jetzt haben wir hier das ganze Leuna-Gebiet quasi mit Unterstützung versehen und hoffen, dass ja, hier der Aufbau jetzt ein bisschen schneller vorangeht, Genossen, ne? Ja. Ich überlege gerade, ob es hier in dieser Gegend was Neues gibt. Ja, die Neuigkeit ist natürlich hier die erfolgreiche Umwandlung in eine Trolleybusroute, Genossen. Denn ich hatte euch ja vor der Raffinerie die beiden Haltestellen gezeigt, die geplant sind, um diese mit Arbeitern zu versorgen. Und die müssen natürlich auch irgendwo abgeholt werden, Genossen. Und dafür hatte ich, ja, was hatte ich denn da geplant? Da hatte ich doch eigentlich geplant, bis hierhin irgendwo hinzufahren und hier eine Haltestelle zu errichten, ne? War das nicht der Plan, Astral? So genau kann ich euch das jetzt ehrlich auch nicht mehr sagen. Also müssen wir uns mal bei Tageslicht anschauen. Irgendwas hatte ich mir gedacht und ja, aber gut, das sind dann so viele Planungen hier. Ja, das sieht auch herrlich aus hier, Berlikum bei Nacht, ne? Wollen wir mal ehrlich sein, Genossen. Komm, wollen wir hier mal eine kurze... Ich habe das Ganze mal gestoppt. Wir steigen hier mal mit ein in den Schneeflug, dass wir mal ein bisschen Ambiente uns hier anschauen können, Genossen. Denn gerade bei Nacht, also man sieht es ja sogar aus Flugzeugen aus, ne? Wenn du über Holland fliegst nachts, dann siehst du unten die riesigen Gewächshäuser. Ja, das sieht richtig cool aus. Also, lass mal laufen hier und schauen uns das mal an, Genossen. Ja, die Trolleybusversorgung, da wollte ich schauen. Genau, die fehlende Haltestelle, die galt es zu finden. Und ja, bei dieser Fahrt hier durch Berlikum, schön, ne? Wie die Sonne jetzt hier aufgeht, noch mit dem Mond zusammen. Herrlich. Ja, wirklich nice. Das gefällt mir. Ja, was ist hier noch passiert, Genossen? Das werdet ihr mich völlig zu Recht fragen. Und die Rufe aus dem Volk wurden ja auch immer lauter, ne? Also der Druck der Massen, der wächst ja. Gerade was die Eigenproduktion von Hühnerfleisch und vor allen Dingen Eiern angeht, Genossen. Das habe ich total unterschätzt. Und ja, auch hier muss gehandelt werden. Das ist auf jeden Fall Teil des nächsten Jahresplanes. Nur mit Umsetzung kann hier natürlich nicht innerhalb von ein, zwei Jahren gerechnet werden. Das ist, wir wollen ja auch hier nicht in Aktionismus verfallen, Genossen. Das muss alles wohl bedacht werden. Und wohl bedacht will ich auch mal sagen, dass die Häuser richtig gut aussehen, die Plattenbauten da hinten. Also gefällt mir. Ja. Das sind nämlich die Wohngebäude, ja, die jetzt so ein bisschen die Kapazität hier in Strausberg deutlich erhöhen, Genossen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Weil wir waren schon knapp bei 40.000 Leuten. Und im Rahmen der 40.000, da sind wir aber ganz schön abgefallen hier, ne? Wie sieht's denn aus dieses Jahr? Dieses Jahr, Genossen. Ist das hier dieses Jahr? Dieses Jahr. Ach, Todesfälle muss man rüber sagen. Ja, jetzt... Wahrscheinlich sind da Leute schon in Gebäude eingezogen, die noch nicht voll, ja, wo noch nicht der volle Service zur Verfügung steht. Was heißt das, Astral? Das heißt, der volle Service im Sinne von, es gibt noch keine Heizung. Ne? Das ist gerade jetzt im Winter hier natürlich nachteilig. Aber sonst, ja, wir fallen jetzt noch ein bisschen ab. Aber ihr seht es, die Bevölkerung ist relativ gut gewachsen. Wir liegen über 35.000 und das ist gut so, Genossen, das ist gut so. Also da können wir ganz zufrieden mit sein, ne? Müssen wir auch mal sagen. Ja, ich würde aber gerne jetzt mal schauen hier, Genossen, weil ich sagte ja, ja, wahrscheinlich sterben die Leute da, wo es keine Heizung gibt. Deswegen würde ich jetzt gerne mal schauen, wo eigentlich hier der weitere Heizungsbedarf ist, denn... Ich habe den Verdacht, dass es natürlich hier unsere neu errichteten Plattenbauten betrifft, Genossen. Und zwar diese hier. Ja. Ja,
die sehen auch richtig gut aus. Also komm, nehmen wir noch mal das Overlay weg. Oder Genossen? Ja, ja, ja. Doch, das passt auch hier schön nach Strausberg rein. Also ist hier jetzt auch nicht direkt im Zentrum, und, ne? Aber so langsam kann hier halt so ein Neubauviertel entstehen, Genossen. Auch mit Platten, weil das gehört ja auch dazu. Das macht das ja auch aus hier. Ne? Und ich wollte mal schauen hier nach der Heizung, wie das hier läuft, Genossen. Heizungsenergie, Heat Water. Ja, ganz schön runter hier. 53. Das ist zu wenig, Genossen. Gebäudetemperatur. Ja, auch zu wenig. 21. Und wir haben erst minus 8. Das kann ja noch wesentlich weiter fallen hier. Wie sieht es hier aus? Ja, hier seht ihr, ne? 17, 16. Ja. Ja, für die Wohngebäude, da hatte ich ja eigentlich hier diesen Heizungs-, also Hitzetauscher vorgesehen. Und das ist wohl auch eine neue Funktion hier, ne? Totale Kapazität aller connecteden, aller verbundenen Gebäude. Das wären 788 Kubikmeter, das wären 263% von dem, was dieser Wärmetauscher liefern kann, von seinen 300 Kubikmetern. Jetzt sagen sie aber auch Estimated Maximum Drain, also geschätzte oder voraussichtlicher maximaler Verbrauch, wären hier 200 von den 300 Kubikmeter, was entspräche 2/3 Masse auf -67% hier. Und das unter der Voraussetzung, considered if buildings are connected to multiple exchanges. Ja, dass wir dann, dass das Vorhersageprogramm hier berücksichtigt, dass es mehrere Wärmetauscher gibt, die auf die einzelnen Zielgebäude einwirken, ne? Von daher ist hier trotzdem noch Verbesserungsbedarf vorhanden, Genossen. Ich denke, dass man von dem Kraftwerk hier können wir eigentlich nicht mehr viel abnehmen, ne? Oder geht hier noch was, Genossen? Haben die hier noch einen offenen Anschluss? Ja, zwei sind hier noch, ne? Zwei sind hier noch. Aber ihr seht auch, das Kraftwerk läuft ja auch schon auf maximaler Produktion. Und hat auch nur 1050 Kubikmeter. Ja, die sind aber auf maximaler Temperatur, ja. Ist aber fraglich. Bei maximaler Produktion, Genossen. Aktueller Produktionsprozentsatz 100%. Macht es da Sinn, weitere Verbraucher hinzuzufügen? Ich glaube nicht, oder? Wenn ihr dazu was wisst, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das ist wirklich sehr interessieren. Ja. Sonst die Heizungsversorgung hier, haben wir überall die Zielwerte eigentlich. 24 Grad. Ja, seht ihr auch, 24 Grad. Und auch in die Kohleverarbeitungsanlagen. Hier sind es 24 Grad und nur auf den Baustellen. Da herrschen 20 Grad, aber das ist auch in Ordnung, Genossen. Und hier über Kolditz da. Ja, hier ist ein bisschen, ne? Schau mal hier. 18, 17, 19. Also hier ist noch eine kalte Ecke sozusagen. Und die hier sollten sich selber erwärmen, ja. Man sieht jetzt keinen Rauch aufsteigen, aber haben die keinen Rauch, wenn die sich selber heizen, Genossen? Weil ich meine, dass dieses kleine Gebäude hier am Leuchtturm, seht mal, der qualmt nämlich auch vor sich hin hier. Na, der hat auch seine Heizung laufen und ja, da läuft auch der Schornstein ein bisschen. Interessant, aber gut. Also können wir das Overlay eigentlich beenden. Ich werde jetzt hier in Kolditz, ja, werde ich hier Aktion unternehmen? Nein, ne? Nein. Nein, machen wir jetzt nicht, Genossen. Langsam haben wir hier auch das Problem, dass unsere Brücke, ne, die einzige, ja, das sieht cool aus, wenn wir die Schneeflüge über die Brücke fahren und den und alles ins Wasser werfen. Auch nicht schlecht, ne? Ja.
Aber langsam, ich wollte das Problem ansprechen, ist unsere Brücke, glaube ich, an so einer Kapazitäts, Grenze angekommen und stellt damit ein Problem dar, ne? Eine Verlangsamung hier unseres gesamten Straßenverkehrs genossen. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, ob man nicht eine weitere Brücke genossen, eine weitere Brücke errichten soll. Ja, nur befürchte ich halt, wenn ich eine weitere Brücke errichte, um diese Brücke zu entlasten, dass der komplette Verkehr sich dann wieder doch auf nur einer Brücke zurechtfindet. Ne? So sind sie doch genauso. Du baust eine schöne neue Brücke, Highspeed-Brücke zur Entlastung, und dann ist der Gesamtverkehr nur auf dieser Brücke unterwegs. Ja, naja. Also erstmal einen Schluck trinken, Genossen. Hatte ich eigentlich die Uhr gestellt heute? Ja, ne? Die 25, okay, ja. Unser Chemieviertel, Genossen. Ja, da liegt es hier schön im Schnee. Eigentlich schade, dass die Gebäude hier alle Eisenbahnanschlüsse haben. Ne? Ja. Das wäre gut, wenn das eine Option wäre, hier zum Anklicken mit so einer Checkbox, mit Eisenbahn, ohne Eisenbahn. Genau, keine Arbeiter, keine Ressourcen. Ja, Genossen, das sind die beiden Chemiefabriken, die wir hier errichtet haben. Und soweit es ausschaut, ja, sind die komplett. Ne? Und auch die ganze Zuleitung hier sieht auch komplett aus. Das Ölfass ist komplett. Okay, und die Häfen sind auch komplett. Genossen, denn spricht doch eigentlich nichts dagegen, hier die Chemieindustrie an den Start zu bringen, oder? Was fehlt den Kameraden hier denn? Fehlt Kies, Holz und Öl. Okay. Ja, Kies können wir relativ schnell besorgen, ne? Da schnappen wir uns hier einen von unseren Hopperbooten. Und, was mache ich hier? Neue Route, neuen Punkt festlegen, Astral. Hier müssen wir Kies laden, ne? Ja, hier. Da laden wir Kies. Und, damit fahren wir dann nach Berlikum und laden das hier aus, Genossen. Ja, einen von den beiden Häfen hier, ne? Not suitable. Ship is too long. Ah, schade. Schade, Genossen. Ich dachte, man könnte nämlich auch mit einem großen Schiff hier an diese kleinen Mini-Häfen fahren. Weil ich hatte ja in der letzten Folge von den Problemen berichtet, die kleinen Schiffe hier haben, aufgrund des begrenzten Tankvolumens. Jetzt geht der Plan natürlich nicht so gut auf. Was machen wir denn da, Genossen? Was machen wir denn da? Ha. Hier ist ein großer Ladehafen für Gravel. Das heißt, hier können wir theoretisch auch Kies entladen. Warte, kriegen wir hier noch so ein Lager mit rein? Lagerwarenhaus. Kleiner Rohstoffspeicher reicht ja aus, ne? Reicht ja aus. Wenn, theoretisch, wenn wir hier diese Übertragung wegreißen, kämen wir da rein? Man könnte hier ein bisschen rüber, ne? Warte mal. Genau, so ein bisschen Terraform hier. Vielleicht mit dem Wireframe an. Das macht mehr Sinn. Mein Plan ist jetzt folgender. Und zwar das große Schiff zu benutzen. Das ist ja die Absicht. Das möchte ich machen. Na? Jetzt sagt aber Workers and Resources, das passt nicht an den kleinen Hafen. Also möchte ich denn das große Schiff hier an diesen Hafen mit anschließen. Ja, hier haben wir nur leider schon die schöne Infrastruktur gebaut, um die Kohle auszuladen, Genossen. Hilft aber alles nichts. Das hier müssen wir wegreißen. Na? Ja. Hier dieses Stück. Okay. So, und jetzt müssen wir mit ganz viel Glück und Geschick versuchen, da um die Ecke zu kommen.
Da nehmen wir uns mal hier einen von den Förderpipeline mit dem 1:1. Okay. Und schau mal, ob wir hier. Wir müssen ja hier an diesem Kohlelager vorbei, Genossen. Ja, ich sehe immer nicht, ob da eine Verbindung da ist. Doch, da ist eine Verbindung da. Ah, das ist gut, Genossen. Das ist sehr gut. Das heißt, dann habe ich hier eine Abzweigung für den Kies. Schauen wir mal, ob jetzt hier ein kleines Kieslager mit ranpasst. Ein kleines. Ja, das sieht gut aus, ne? Das sieht gut aus, Genossen. Okay, hier war auch gerade eine Möglichkeit vorhanden. Na komm. Vielleicht sollte ich, wie sieht's denn hier aus? Wir hätten ja noch ein bisschen Platz. Hier muss ja noch eine. Muss hier eine Ladestation ran, Genossen? Nee, ne? Oder? Doch, ne? Machen wir. Ja, Astral, sonst laden doch die LKWs so lange mit dem Kies da rum. Die eiern doch da ewig rum, wenn sie direkt im Rohstofflager die Schüttgüter da abholen. Eine Verbindung zeigt er mir jetzt aber nicht mehr an, ne? Ja, sage ich, und genau da war sie. Ja, eine Verbindung im grünen Bereich, bitte. Also vielleicht doch hier noch ein bisschen mehr Terraform. Dass wir ein bisschen mehr Spielraum haben. Ja. Ja, so hatte ich mir das gedacht, genau. Vielleicht so irgendwie. Dann könnte man mit der Pipeline da noch unterher, ja. Und dann bekommen die Genossen hier noch eine Ladestation mit angeschlossen. Oh, LKW-Rohstoffe B-Laden. Genau. Und die kommen ja eh von hier, Genossen. Die kommen ja von hier runtergefahren. Von daher kommt die Ladestation denn hier hin. Na? Das ist in deren Richtung und das macht Sinn, Genossen. Ja, jetzt müssen wir das hier nur noch anbinden und bauen lassen. dauert dann wieder ewig. Außer ich weiß die ganzen Baubüros wieder händisch zu, aber naja. Sag mal, kommen die über die Straße hier? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht, Genossen. Ist das Stromkabel? Das olle Stromkabel, was hier Probleme macht? Ja, also weg damit hier. Keine Gnade, Genossen. So, dann machen wir hier einen vernünftigen Anschluss, oder? Ah, der andere sah besser aus hier eigentlich. Hier runter, ne? Ja, komm. Astral, zieh das mal hier sauber durch. Oder nochmal hier vorher mit dem Terraformer. Können wir hier? Ja, die Abstände sind zu eng drin. Ja. Okay. Na gut, dann probieren wir es so rum. Dann mal so ein ganz bisschen. Ein bisschen grün und ein bisschen weniger Kurve eigentlich hier, ne? Nee, Genossen, also sorry, hier bei aller Freundschaft, aber. Also doch so. Gefällt mir auch nicht. Nee, gefällt mir auch nicht, Genossen. Ja. Aber bevor jetzt hier. Jetzt will er überhaupt nicht mehr, weil er. Ich sagte, nee, Astral, du hast deine Chance gehabt. Also noch hier letzter Versuch jetzt. Aktuell letzt. Ja, Genossen. Bisschen besser jetzt als vorher, ne? Naja. Und hier ist der Anschluss für die Feuerwehr, für den Speicher. Ja, die kommen an dem Häuschen nicht vorbei, ne? Ja, ja, ja. Ein bisschen. Vielleicht können wir die hier mal anschließen, Genossen. Okay. Und das Ganze so noch verbinden hier. Ja. Ja, so denn mal. Okay. Gut, nice. Gut, also wird hier die Kohleladestation und hier, hier ist die Kohleladestation und hier wird die Kiesladestation. Das heißt, diese kleinen Häfen hier, die können eigentlich wieder weggenossen, ne?
Small Aggregate. Berlicom brauche ich nicht. Nein. Weil Kies kommt hier nicht. Berlicom Hafen Small Open Store. Was brauchen wir denn noch, Genossen? Stromspannung hier ist gar nicht gut, oder? Nee, ne? Ah, der Hafen. Der Hafen hat noch keine gute Versorgung, Genossen. Vielleicht sollte ich das Problem direkt mal angehen. Und hier noch mitten hinein. Irgendwo ein Trafohäuschen setzen. Ja, hier mal. Wenn man irgendwo mit dem Fußgängerweg noch durchkommt, hier mit dem Gehweg, ne? Genossen, das ist also so zugebaut hier. Vielleicht hier. Ja, hier würde es gehen. Ob wir das Kabel hier durchkriegen so gut, ist eine andere Frage. Aber irgendwie, bislang ging es ja immer. Also setzen wir das mal hier hin, Genossen. Und schließen den Trafo auch gleich an. Denn hier ist das Umspannwerk dafür. Das heißt, dass wir hier auch eins von den starken 2,35er Kabeln nehmen. Denn da hängt der Hafen ja mit dran. Und der Hafen, die Ladestation, die ziehen ja doch so viel Strom immer, Genossen. Ja, ein bisschen hier um die Ecke kommen. Wo wollen wir eigentlich hin, ja? Genossen, wo wollen wir hin? Hier wollen wir hin, ne? Quasi so. Eigentlich, dann brauchen wir gar nicht hier hoch. Dann ziehen wir das hier durch. Ziehen wir das hier durch, Genossen? Ja, ne? Sag ich mal, kommen wir hier durch? Okay. Ja. Ja, das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut. Astral, wir stehen hier am Gebäude, deswegen. Also, den doch nochmal weg. Zu früh gefreut. Ja, fangen wir hier mal an. Er kann natürlich auch nicht über Gebäude, aber er kann hier. Hier. Okay. Ja, so, da mal. Zack. Ist in Produktion gegeben, Genossen. Verbesserung der Stromversorgung. Berlicom Hafen läuft. Sehr schön. Ja, 3. Januar, Genossen. Wollen wir mal schauen, wie das letzte Jahr jetzt gelaufen ist. Hier, Wirtschaft, Handel von den Exporten. Ne? Das letzte Jahr. Was haben wir exportiert, Genossen? Also, ja, größte Posten ist natürlich Öl hier, ne? 38 Millionen. Dann habe ich ein Binnenschiff, das hat, was kann der laden? Ich glaube, 130 Tonnen. Der ist quasi ein Überschusstransporter, also ein Exporter für Nahrungsmittelgenossen. So ein kleines Nebeneinkommen ist das ja nur hier. Ne? Und wie wir sehen können, konnte der wohl zweimal im letzten Jahr seine Ladung löschen und hat uns hier Exporterlöse in Höhe von mehr als 100.000 Rubel beschert. Und das ist fantastisch, Genossen, oder? Ich finde das richtig gut. Ja, ja, der Stahl. Wollen wir hier mal reinschauen? Ja. Da seht ihr auch, da ist ein großes und ein kleines Schiff im Einsatz. Ne? Ein großes und ein kleines Schiff, Genossen. Das sind es einmal, ist es ein 1000 Tonner oder ein 800er? 800 oder 1000 Tonnen ist der große und der kleine sind halt auch nur diese 130 oder 140 Tonnen. Und das macht sich hier ganz schön im Ablauf bemerkbar. Die sind auch von der Geschwindigkeit her unterschiedlich, ne? Der Große ist auf jeden Fall ein bisschen schneller, oder täuscht mich das? Als ob dessen Frequenz, wie oft war er denn hier? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal der Große, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal der Kleine auch, sechsmal. Ja, da will ich mich nicht festlegen jetzt, Genossen. Aber ja, ganz schön zu sehen, ne? Manchmal kommen sie halt auch gleichzeitig an hier in der Zollstation und dann sind die beiden Werte aufaddiert. Ja, und Strom, genau, Strom ist gestiegen deswegen, Genossen, weil ich an der, wie heißt denn die,
Elektrizitätsexportstation da. Export-Import von Elektrizität. Wie heißt denn das Ding hier? Der Grenzanschluss, ne? Da hatte ich die Menge der zu exportierenden Elektrizität ein bisschen hochgedreht, weil das vom Volumen her drin ist bei dem Kraftwerk. Und daher die Steigerung genossen, ne? Ja, dann war das letzte Jahr endlich recht erfolgreich, oder? Wir haben exportiert hier für 48.886.000 Rubel. Okay, und der inländische Verbrauch im letzten Jahr von insgesamt 87 Millionen Rubel genossen. Das heißt, was heißt denn das? Kann man das addieren? Ja, ne? Oder ist im inländischen Verbrauch, sind doch jetzt nicht die Exportwaren mit drin, oder? Weil theoretisch, Genossen, für den Stahl, den wir jetzt exportiert haben, da haben wir natürlich inländisch Eisen verbraucht und Kohle verbraucht und hast du nicht gesehen, ne? Das müsste ja eigentlich beim Verbrauch inländische Produktion sein. Ja. Wie ist denn der Kohleverbrauch? Sieht eigentlich aus, als ob der Trend langsam ansteigen würde hier. Ja. Fleischverbrauch steigt enorm an, ne? Ja. Hammer. Ah, das ist Vieh, Genossen. Das Vieh, das ist nicht Fleisch, das Vieh. Aber ja, da hatte ich den Genossen nämlich in der Viehproduktion, ne? In der LPG-Mast. Den hatte ich einen neuen Bus spendiert, damit da mehr Leute zur Arbeit kommen. Und das macht sich hier auch direkt im Ablauf wieder bemerkbar. Ja. Nahrung, das können wir auch mal gucken. Essen heißt es hier so profan. Na gut, sieht relativ regelmäßig aus, ne? Ja. Essen only. Produktion von Ressourcen, Essen only. Ja. Da lag die Produktion komplett da nieder. Ja, weil wir nichts gebaut haben in der Zeit, ne? Bretter werden immer gebraucht. Und Beton auch. Sehr gut. Ja, Eisenerz sowieso. Aber alle Kurven hier, Genossen, ne? Mehr oder weniger unterliegen so einer gewissen, dieser Herzkurvenschwankung hier. Das heißt, gewisse Toleranzen müssen hier immer mit eingeplant werden. Da kommt man nicht drum rum. Ihr seht es, egal ob es jetzt hier die Kurve ist vom Eisen. Ja gut, Eisen und Eisenerz ist natürlich kausal verknüpft. Aber wenn wir uns mal hier jetzt haben wir ein anderes schönes Beispiel. Oh, von etwas, was regelmäßig. Öl. Hier, genau, Öl, Genossen. Ölproduktion ist am Limit, ne? Und läuft. Und an den Voraussetzungen ändert sich gar nichts. Dennoch haben wir gewisse Schwankungen in der Produktion hier. Und diese Kurve, Genossen, schaut euch die mal an. Die hat einen niedrigen Punkt. Dann kommt eine Zeit lang eine Basislinie. Dann ist ein Ausschlag nach oben. Dann ist aber sofort wieder die Korrektur unterhalb der Basislinie, um dann wieder zurück zur Basislinie zu kommen. Ne? Und das wiederholt sich ja mehr oder weniger. Das heißt, das ist unsere Konjunkturkurve, Genossen. Und hier seht ihr dasselbe Muster beim Eisenerz, ne? Eisen und Eisenerz. Könnte dieselbe Kurve sein. Dasselbe wie beim Kohlenerz wahrscheinlich. Ja, hier auch. Wenngleich mehr Abweichungen hier vorhanden sind. Okay. Mhm. Ja, Genossen, da könnte man sich hier natürlich in die statistische Auswertung der Daten unserer Volksrepublik und vor allen Dingen auch der Daten unserer Volkswirtschaft richtig schön rein vertiefen. Und hätten die Genossen in den Republiken, die vor uns das probierten und gescheitert sind, diese unendlich wertvollen Werkzeuge hier zur Hand gehabt, wahrscheinlich, ich weiß nicht, was denn wahrscheinlich passiert wäre, keine Ahnung. Ob es dann besser planbar gewesen wäre? Man weiß es nicht, Genossen, ne? Man weiß es nicht. Und ihr seht es auch schon, es gibt weniger von den
irritanten Namensschildern genossen. Hier hatte ich doch ein Namensschild, was nicht beseitigt werden konnte und ja, so ein paar andere Namensschilder auch noch. Und da kam der richtig gute Hinweis in den Kommentaren genossen. Schaut euch das mal an hier. Astra, schau doch mal hier bei Liste einfach in die Gebiete rein. Liste der Städte und Gebiete. Und da gehen wir auf die ganze Karte, Genossen. Und da können wir uns hier jeden Namen nämlich aufrufen. Ne? Und ja, die meisten habe ich gelöscht, die man löschen, also die mich gestört haben. Aber da können wir jetzt sagen, hier ist Saul, können wir das löschen? Wahrscheinlich nicht, weil es zu weit entfernt von anderen Namensschildern. Ne? Aber hier ist halt die Möglichkeit, um auch die, die man nicht mehr zu packen bekommt, weil sie im Wasser sind oder sonst wo, dann zu löschen. Und ja, richtig guter Hinweis hier aus der Community und vielen Dank dafür. Das war eine große Freude, das denn hier mit dem Tool auszumerzen. Gerade wenn man da vorher 15 Mal drauf geklickt hat, in dem vergeblichen Bemühen, den Namen der Doktor zu packen. Ne? Ja. Wie geht's auf unserer Regierungsbaustelle weiter, Genossen? Hier, ja, die ursprüngliche Regierungsbaustelle, die ist nämlich fertig errichtet. Das können wir uns hier auch anschauen. Ne? Da sehen wir auch, dass hier der LKW-Verkehr hier auf der Zentralachse quasi, dass der nicht existent ist, weil hier kein Bedarf mehr besteht, dass LKWs hier lang fahren. Aber hier nebenan, da hatte ich nämlich jetzt das Fernsehhaus mit eingeplant, denn ich denke, dass der Rundfunk, der ist bei uns natürlich regierungsnah. Machen wir uns nichts vor, ne? Das ist unser öffentlich republikweiter Rundfunk, der ÖR. Und die haben natürlich ihre Zentrale hier direkt am Herz der Regierung mit dran. Und das passte hier auch ganz gut hin, Genossen. Ist ja auch ein relativ großes Gebäude, da muss man erstmal einen Fleck für finden. Ne? Und bei der Gelegenheit hatte ich auch auf Anregung hin und mit diesem Gebäude hier, Genossen, das ist das Gebäude, was ich am meisten gebaut habe bisher. Das am meisten gebaut, das habt ihr noch nie gebaut gesehen hier. Aber das hatte ich schon öfter errichtet und wieder abgerissen, weil es mir denn da nicht gefallen hat, wo es gestanden hat. Ne? Und ja, ich denke, dass es hier einen ganz guten Abschluss oder auch Anfang des Regierungsviertels bildet. Und hier ist es ja noch sind ja noch weitere Bauflächen vorhanden, um das Ganze hier durch weiteren Wohnraum und vielleicht sogar mal einen Bahnhof zu ergänzen. Naja, man munkelt. Genossen, hier seht ihr auch, dass die Baustelle vom Radio, ja, die Genossen vom Radio haben dann natürlich gesagt, ja, die Fernsehleute sind so nah bei der Regierung, wir wollen ganz nah dran sein und und bauen sich denn ihre Zentrale jetzt hier hin, Genossen, ne? Und auch das passte recht schön vom Platz her, von daher haben wir da unsere Zustimmung für erteilt und ja, der Bauauftrag wird durchgeführt, Genossen, ne? Ja, hier seht ihr auch, die Gebäude sind ja auch cool hier, ne? Die, jetzt habe ich hier, der Name ist natürlich der Hammer. Gedenkstätte 111, 162, einmal, zweimal, 111, 162, 3. Ja, das auf jeden Fall schöne Plattenbauten hier, ne? Genau. Ja, die Gedenkstätte, Genossen. Die Gedenkstätte macht auch Fortschritte. Ich vermag allerdings nicht zu sagen, ob sie hier schon komplett abgeschlossen ist. Auf jeden Fall waren die ersten Botaniker hier und haben die Bäume gepflanzt. Dann, hier Parkplatz-Area sieht schon ganz gut aus. Die Ebene, ja, hier müsste noch was passieren, die ist ein bisschen dürre. Hier sind sie auch fertig. Hier sieht es auch gut aus, Genossen. Ja, ihr seht es auch, ne? Das ist auch ein bisschen Zahlenkunde, weil es sind 7 Stationen, Genossen, auf dem Weg nach oben. Und ich habe mich bemüht, auf jeder Station wiederum 7 Unterstationen anzulegen, so dass die ganze Zahlenmagie auch noch zukünftige Generationen beschäftigen wird, was denn alles darin mit verschlüsselt wurde. Ne? Zum Beispiel seht ihr hier, sind denn 7 von den kleinen Rabatten und wenn man das zusammenrechnet, hier, ne, sind es dann auch 7 Gebäude und hier zum Beispiel sind es 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. So gesehen, ne? Man könnte aber auch so sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oder halt, oh, jetzt kommt mir hier der, ja, Jeche. Ich wollte nur den Alarm in die Hand nehmen und habe ihn erstmal weggeworfen, Genossen. Das war, oh ja, okay. Ist mir aus der Hand geflutscht hier vor lauter Begeisterung über unsere Gedenkstätte, Genossen. Aber vielleicht werde ich hier zu beim nächsten Mal dann ein bisschen mehr erzählen. Denn hier geht es jetzt weiter. Ich hatte ja gesagt, dass hier ein Bereich für die Erholung denn die sechste Station für die Familien eingeplant werden soll. Und da wurden die ersten Aufträge erteilt. Und auch hier auf dem ganz Top-Bereich wurden neue Anbauten vorgenommen, Genossen. Ne? Von daher, die Gedenkstätte wächst und gedeiht. Zusammen mit Eisenhüttenstadt. Und auch wenn dieses Viertel jetzt hier noch komplett leer steht, ne, das ist ja noch nicht belebt hier im eigentlichen Sinne, da ja, gefällt es mir doch schon. Und was ist der nächste große Schritt, Astral? Das fragt ihr mich völlig zu Recht. Der nächste große Schritt, da spreche ich nicht über kleine inkrementelle Verbesserungen sozusagen der Kohleproduktion hier ein bisschen oder die letzte Optimierung der Pflanzenproduktion. Nein, der nächste große Schritt, Genossen, das wird hier dieser Schritt sein. Und da seht ihr schon, hier steht Uran. Und ich denke, dass wir hier unsere Uranförderung ansiedeln werden und die Planung dann für eine Nuklearstadt beginnen können, Genossen. Und da freue ich mich drauf. Und ich hoffe, dass das Ganze vor 86 abgeschlossen sein wird, damit wir dann rechtzeitig zu Tschernobyl fertig sind. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.